Recht herzlich willkommen zur 268. Folge von City Skylines. Ja, es regnet wie bekloppt hier, wie wir gerade sehen. Wir müssen mal gucken, hier gibt es auch wieder ein Problem mit dem Straßenanschluss, aber das ist ja schon bekannt. Das ist das gleiche, wie da hinten irgendwo wir das auch haben. Da muss es irgendwie einen Bug geben, anders kann das ja nicht sein, weil Straße haben wir ja eigentlich, ne? Hier ist ja definitiv angeschlossen, oder? Warum er jetzt sagt, muss mit Linie... Ja, ist mit Linie verbunden. Jetzt ist auch weg. Das ist irgendwie ein komischer Bug. Gut. Was wollen wir machen? Wir wollten zusehen, dass unser Budget für den Nahverkehr besser wird. 3938. Ja, aber wie kriegen wir diese Zahl besser? Das ist jetzt die Frage, ne? Also, schwierig, würde ich sagen, ne? Also, die Idee, die ich jetzt zwischendurch mal hatte, war, wir machen ganz einfach irgendwelche Straßen, die, ne? Sag schon. Was sind das? Ach so, Mautstellen, okay. Ja, vielleicht kann man auch mit Maut arbeiten, dass man sagt, jo, ihr müsst ganz viel Geld bezahlen und dann nehmen die doch lieber einen Bus, weil der billiger ist. Das wäre zum Beispiel was. Man könnte natürlich auch sagen, komm, wir nehmen hier, nur Straßen für einen Bus. Aber die gibt's glaube ich noch nicht mal, ne? Vierspurige Straße mit Busfahrspur. Sechsspurige Straße mit Busfahrspur, ja. Eine reine Busspur gibt's wohl nicht. Das ist jetzt wäre natürlich das Ideale gewesen. Das gibt's nur hier bei der Straßenbahn, ne? Das war doch hier irgendwo, ne, oder? Gab's das nicht hier? Zweispurige Straße mit Straßenbahn. Ich glaube, das hier ist er, ne? Straßenbahngleis. Eisenbahn, Straßenbahngleis, ja, okay. So, das heißt, wir müssten jetzt gucken, dass wir da irgendwie was hinkriegen. Aber das ist ja jetzt hier nur so, ne? Das ist ja auch so ziemlich doof, ne? Ja, man müsste gucken, dass natürlich der Linie, Buslinien irgendwie so eine Spur haben, damit die Vorrang hätten. Das wäre natürlich schon ziemlich cool, ne? Damit die Busse schneller vorankommen, genauso wie die Taxis, ne? Und dafür wäre es vielleicht sinnig, gerade zu schauen, wo denn der meiste Verkehr ist. Und dann könnte man sagen, gut, da machen wir eine Busspur hin, ne? Hier zum Beispiel, ne? Wo sowieso keiner lang fährt. Das ist eigentlich relativ gut hier sogar, ne? Hier von der Bahn, okay, da kann man schlecht was austauschen. Hier wäre es zum Beispiel vielleicht gut, wenn hier jetzt noch eine Busspur dabei ist, ne? Aber da sehen wir schon, das Schlimmste ist. Ist denn hier schon eine Straße mit Busspur? Machen wir das aus. Können wir mal gerade diese Straße aussehen, was das für eine ist. Info. Was hat er denn jetzt gemacht? Ja, okay, dann hat sich das schon erledigt. Dann gehen wir hier hin, dorthin und überarbeiten diese Strecke hier. So, jetzt haben die dann die Möglichkeit, da schon mal schneller lang zu kommen, die Busse. Ist nur die Frage, ob es da eine Buslinie überhaupt gibt. Gibt es da gar nicht. Also war das vollkommen über. Warte, da gibt es auch eine Spur. Das bedeutet doch, wir machen ganz einfach diese Linie mal dahin. Ja, das ist doch cool, oder? Und hier machen wir das gleiche mit der Busspur auch nochmal. Und wenn wir schon dabei sind... Weil da gibt es ja jetzt auch nur... Ah, das ist doch super, oder? Ist doch unser Paradebeispiel jetzt hier. So, im Industriegebiet gibt es tatsächlich Straße mit Busspur. Ist schon okay. Wo fährt denn die Linie lang? Hier auch, also gibt es hier auch noch eine Busspur. Fährt hier die Linie auch lang, aber hier ist gleichzeitig auch ein Ding ins Gleis, sag schon. Nee, ist nicht, die fährt nach da oben lang. Also bedeutet das, dieses könnten wir auch mit Busspur bauen.
So. Gucken wir mal, da geht's weiter, ne? Ist natürlich eine breite Allee mit Busfahrspur. Frage, ob die vielen Autos dann nachher auch so, aber die stehen so, wir fahren sowieso einspurig hier, wie man sieht, also egal, ne? Gut, da hat der Bus also Vorrang. Jetzt wäre es schön, wenn wir den Bus auch noch sehen, wo er ist. Er steht jetzt tatsächlich im Stau. Und was mit der? Achso, die halten da gerade an. Okay. Jetzt möchte ich aber sehen, dass der da rechts nebenher fährt. Macht er auch. Dieser LKW, der ist ziemlich dreist, oder? Hä? Der darf da gar nicht fahren, ne? Jetzt fahren sie aber weg. Den lässt auch keiner rein, ne? Ah, doch jetzt. So, ach, um die Kurve ist ein bisschen schwierig. Das ist aber doof, ne? Ja, geht leider nicht, ne? Schade drum. Und jetzt steht er da auch wieder, weil er hier nicht über die Straße darf, oder wie? Das ist ja voll doof dann. Das kannst du ja wohl voll knicken, oder? Ja, okay, er überholt trotz alledem wahrscheinlich rechts neben, ne? Aber sinnig ist was anderes, oder? Ich mir das jetzt angucke, dann sehe ich doch, dass hier die Busspur kurz vor der Kreuzung aufhört. Oder? Der LKW, der fährt da lang. Der Bus fuhr da nicht so lang. Oder der kam aus der Haltestelle. Ach, der kam aus der Haltestelle. Es sah nur so aus wahrscheinlich. Bus und Taxi dürfen da fahren. Ja, gut. Dann sollten wir vielleicht noch mal auf die Suche nach weiteren Straßen gehen mit Bus und Taxi. Da geht sowieso nicht. Aber wir müssten, wie gesagt, erstmal hier jetzt was finden, wo die sich alle lang quälen. Und dann umbauen, ne? Also hier wäre zum Beispiel sinnig, eine Busspur zu machen. Da reißen wir aber auch gleich das ganze Industriegebiet mit ab. Und keine einzige davon geht. Das ist ja voll doof. Ja, kannst du knicken. Macht dann wenig Sinn. Und hier war Dingens, ne? Straßenbahn mit drauf, oder? Nee, doch nicht. Aber die Hochbahn. Dann reißt du die ab, bringt also auch nichts. Die Busse bringen ja nichts, weil sie im Stau stehen. Hier geht's, ne? Da ist aber auch vierspurig und eigentlich eher unnütz, das dahin zu bauen. Gucken wir da nochmal. Okay, der geht da auch noch weiter lang. Das heißt, wir machen. Ach so, da ist schon irgendwie was gebastelt oder so. Ja, sieht so aus, ne? Da ist schon eine Busspur dann, oder wie? Mach das mal aus, ja. Okay, das funktioniert dann ja einigermaßen. Ist die Frage, aber das bringt wahrscheinlich auch nichts, ne? Oder budgetmäßig, guck mal, 4,3 ist noch teurer geworden. Ist eher schlechter anstatt besser geworden, ne? Ist die Frage, warum sind die Ausgaben so hoch? Ist es die Wartung der Busspuren, die so teuer ist, oder was? Ja. Jetzt müsste man gucken, woran liegt's, ne? Das Budget ist ja. Taxis fahren nur nachts vor allem.
173 Dollar her. Bringt nix, ne? Also das Nahverkehrssystem, würde ich jetzt sagen, ist echt nicht toll. Die U-Bahn ist das Einzige, was was bringt. Also noch nicht mal das im Endeffekt, weil wir hier ja noch mehr Minuszahl stehen haben, ne? Die sind noch am ehesten effektiv. So, das bedeutet wiederum, wir müssten jetzt gucken, wie ist es mit den Linien, ne? Wie ist der Transport? Wie ist die Auslastung und so weiter und so fort, ne? Könnte man Linien tagsüber nur fahren lassen? Bringt das mehr Geld? Kann man die auch alle so fahren lassen? Ach so, dann sortiert er, alles klar. Jetzt machen wir die Busse mal nur für einen Tag und gucken, ob sich das finanziell irgendwie rechnet. Stellt sich die nächste Frage, wann ist Tag, wann ist Nacht? Na? So, dafür ist jetzt dann auch wieder ja, gefragt. Ein Tag geht ja hier rum jetzt, ne? Wird das besser oder wird das schlechte Einnahmen? Zwei vier, zwei eins. Die Einnahmen fallen auch noch weg. Die Nachtleute sind da auch noch unterwegs. Nachts wird sogar mehr mit dem Bus gefahren wie tagsüber, oder wie sehe ich das? 1,4. Das bringt ja gar nichts. Also da siehst du mal, dass Bus jetzt noch schlechter ist. Kannst du also wieder getrost hier alles einschalten. Dass das wieder klappt hier. Tag und Nacht fahren macht schon Sinn dann. Einzige, was man vielleicht machen könnte, man könnte die Anzahl der Busse nachts vielleicht reduzieren, aber es gibt keine genaue Aufstellung, oder? So, das ist erledigt. Jetzt sollte die Zahl der Einnahmen 122 gar keine Einnahmen mehr. Fährt keiner mehr mit dem Bus, wenn die nachts nicht fahren. Tja. Jetzt geht's wieder hoch. Tag für Tag. Also es wird schon was, es passiert schon was, wenn man da was umstellt, ja, aber schwierig. Jetzt kannst du noch mit dem Slider hier dann arbeiten, oder? Ja, 204. 213. Also die Tendenz ist schon mal steigend. Sind die irgendwo anders drauf umgesattelt? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Taxi ist konstant gleichbleibend, bringt irgendwie auch nicht wirklich was. Also das geht jetzt hoch, aber
So Sinn macht's keinen, ne? Steuern da, Budget ist klar. Taxis haben wir über Nacht mehr gemacht. Seilbahn nachts kein Budget, ist klar. Monorail soll immer fahren. Flugzeuge nachts, Flugverbot, Schiffe genauso wie Züge. U-Bahn, ja, könnte man tags vielleicht noch ein bisschen aufstocken, ne? Haben wir 150. Vielleicht bringt das hier noch was. Das war der U-Bahn, ne? Das war Bus, Straßenbahn, U-Bahn, ja. Ach, guck mal, die fährt jetzt ins Plus, oder was? Nee, jetzt geht's auch wieder runter. 1100. Ist die Frage hier, ne? 761. 500. Wieder Minus. Ja, macht irgendwie keinen schlanken Schuh, das Ding hier. Ich glaube, das bringt auch nichts. Kannst du wieder auf 100% stellen. Beim Zug stellt sich mir jetzt die Frage, ob du sie nachts dann nicht auch wieder hochziehst. Dann ist vielleicht die Summe auch nicht so gering. Gucken wir mal gerade an. 8,8. 8,7. Die Infrastruktur ist ja da, deswegen sind die Kosten so hoch, oder wie sehe ich das? Ändert sich nichts. Wir haben jetzt hier Ausgaben 4000 für die Schiffe. Und bleibt bei 4000, sehr interessant. Ändert sich nichts hier. Hafen kostet immer gleich viel, oder wie sehe ich das? Ach, da muss erst ein Schiff anlegen, damit da neue Kosten entstehen, wahrscheinlich, ne? Kann man dann gar nicht so direkt nachverfolgen. Ja, das andere hat es jetzt aber auch nicht gebracht. Hier kommen wir mit der Zahl wieder ein bisschen hoch. Sind aber noch bei weitem nicht da, wo wir waren. Bringt es jetzt nicht wirklich. Kommen die Bahnen, die lassen wir so hängen und ist gut. Okay. Ja, da bin ich immer noch nicht schlüssig, wie sich dieses System da aufschlüsselt. Da müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie was erfahren. Der ist im Normalbetrieb und gibt es auch Schiffe, die da... Ja, da kommt einer, der ist auch tatsächlich mit 100% voll. Der hat auch 100 Passagiere. Der da gerade wegfährt, hat nur 4. Wir sind also ganz klar ein Importland, kein Exportland. Hier kommen auch noch Fahrgäste rein. Das ist ja alles schon mal gut. Der fährt mit 13 weg. Also wir kriegen noch mehr Touristen oder so. Hier liegt noch einer davor. Mit 6 Passagieren fährt er weg. Also es kommen immer mehr Leute in die Stadt, aber es fährt keiner weg. Irgendwann sind die Hotelzimmer alle verbucht, ne? Ja, das wissen wir jetzt. Hier ist alles im grünen Bereich. Das hatte letztes Mal noch geblinkt und ich habe es dann nachher... Ah, da oben ist aber einer. Räumung beendet, dann geht das. Das hatte ich noch offline gemacht, nach der Folge kurz das eingestellt. Ja, das heißt, wir müssen mal weiter gucken, wie wir da vorankommen. Hier geht's gerade ins Minus gleicht, aber nur ganz minimal. Naja, da müssen wir schauen. Hier 100 Passagiere, hier 100 Passagiere. Das waren die 6, naja. Die stehen hier auf der Rede, oder wie heißt das? 100, 100, 100. Also ankommen tut reichlich.
Jetzt müssen wir nur gucken, was, also bei uns fehlt was sozusagen. Jetzt müssen wir nur gucken, was fährt weg. Nix, 4%. Also wir kaufen ein die ganze Zeit. Unsere Industrie ist nicht so fähig, Exportgüter herzustellen, sondern nur Import. Kann aber auch damit zu tun haben, dass wir so viel Eigenverbrauch haben, ne? Was sind das für ein Zeichen hier? Kleine Notunterkunft hat nicht genügend Nahrung. Ja, das ist dann auch ein Problem, ne? Wasser gibt's, Strom gibt's, aber keine Nahrung. Da müssen wir mal gucken, wie wir das dann noch in den Griff kriegen. Ja, das machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich. Oh, was denn hier? Buschstau. Die kehren alle zum Depot zurück, alles klar. Das war die Aktion, ne, die wir gestartet haben. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Falls ihr eine Info möchtet, wann das nächste Video kommt, dann macht die Glocke an und schreibt in die Kommentare rein, was ich für Murks gemacht habe, damit wir dann noch besser werden können. Vielleicht auch eine Idee, aber die Busse müssen wahrscheinlich erstmal wieder erst auf die Straße, damit es dann auch mit den 4000 hier im Budgetfenster besser wird, ne? Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss!